52. und letzter Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Ein Spiel ohne Bedeutung, der Tabellenzehnte, die Thomas Sabo Ice Tigers gegen den Tabellenletzten, die Schwenninger Wild Wings. Beides stand schon vor diesem Spiel fest. Wir gehen rein ins Spiel. Nürnberg in Überzahl, schon gleich nach 5,5 Minuten. Erste gute Möglichkeit, Will Acton. Aber Wölfel im Tor der Wild Wings mit einer Glanztat. Das ist auch schon das Highlight der ersten 20 Minuten. Aber im zweiten Drittel, da gab es Grund zum Knutschen. Denn da fallen Tore hier zu sehen. Wieder Nürnberg in Überzahl. Und dann ist es Patrick Reimer. Der hat viel, viel Zeit, sich die Ecke auszugucken. Die 24. Spielminute. Keine Chance für Marco Wölfel im Tor der Wild Wings. Dann wieder Nürnberg. Klasse Pass von hinten heraus. Erik Stefan lange gespielt auf Best und der legt quer. Mieczkowski geht mit und kommt an diesen Pass heran. Das nächste Tor, die 27. Minute. Nürnberg legt vor auf 2:0. Klasse herausgespielt. Vier Stationen. Und der Jubel der Ice Tigers. Aber die Gäste aus Schwenningen. Zuletzt mit einem Sieg gegen den deutschen Meister, gegen München. Und dann die 28. Spielminute, das Tor von Toni Reck. Die Vorarbeit von Bukarts, der hier reingeht. Toni Reck ist da und die Rückhand ganz leicht nur den Puck angetippt. Oben ins Eck, keine Chance für Niklas Treutle. Der Anschlusstreffer der Wild Wings. 1:2. Der dritte Durchgang, Anfeuerung von Trainer Paul Thompson. Auf der Bank gibt es noch mal Riechsalz für die Kollegen Danner und Herpich. Und das Kraut, das wirkt. Zunächst aber die Ice Tigers. 5 Minuten sind gespielt. Best, erster Schuss, dann im Nachfassen ist er zur Stelle und verwertet den eigenen Rebound. 46. Minute, Jason Best, sein Tor zum 3:1 für die Ice Tigers. Schwenningen aber steckt nicht auf. Sonnenburg hier einfach mal Handgelenkschuss Richtung Tor geworfen. Erster Assistpunkt, erster Punkt für Maximilian Kolb im Tor, im Team der Schwenninger Wild Wings. Sein erstes DEL-Spiel, die Vorlage zum 2:3 für die Wild Wings, die dann wieder da sind mit McRae. Der tankt sich hier durch. Klasse vorbei am Gegner Pokula mit diesem Pass. Und dann McRae mit dem Schuss vorbei an Treutle. 3:3. Die Overtime bringt kein Tor. Und so muss das Penalty-Schießen entscheiden über Sieg oder Niederlage. Lange geht's hin und her. Dann kommt Jason Best und der verwandelt seinen Penalty, der entscheidende, in dieser Partie. Keine Chance hier für Marco Wölfel. Und hier sind die Stimmen zum Spiel. Die Schwenninger haben es uns heute nicht leicht gemacht, aber ja, wir standen hinten eigentlich ganz Spiel super. Ich hatte kaum was zu tun und nach vorne haben wir, glaube ich, auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Marco hat, glaube ich, einen guten Job im Tor gemacht und deswegen war es dann am Ende so eng. Dann, ja, und ja, müssen wir jetzt einfach das Positive rausziehen und uns auf Mittwoch vorbereiten. Ja, wie am Freitag. Wir haben alle Gas gegeben, wollten uns nochmal den Fans zeigen, was wir drauf haben. Und ja, schade, dass es heute nicht für einen Sieg gereicht hat. Aber wir haben am Freitag echt super gespielt und heute auch wieder in Nürnberg. Ist auch nicht leicht hier zu spielen, also Hut ab. 4:3 nach Penalty-Schießen. Die Thomas Sabo Ice Tigers gewinnen das letzte Saisonspiel gegen die Schwenninger Wild Wings und müssen in 3 Tagen ran in der ersten Playoff-Runde.